Herzlich willkommen zu einer neuen Woche mit uns auf den entlegensten Strecken Afrikas. Wir sind Yvonne und René mit unserem Toyota HZJ79 und im Moment gemeinsam mit Freunden, deren Unimog gerade einen schwerwiegenden Schaden am Vorgelege hatte, auf einer Art Probefahrt in Richtung Mutare unterwegs und lernen fantastische Menschen kennen. Viel Spaß dabei! Wir sind jetzt mitten in der wunderschönen Granitlandschaft Richtung Birch und Duff Bridge. Ach, den Namen ist nicht meins. Und die Landschaft gefällt uns so gut, dass wir jetzt doch anhalten wollen und irgendwo einen Nachtplatz suchen wollen. Und ja, jetzt sind wir hier mitten auf dem Fußballplatz in der Nähe von Dörfern und wollen fragen, ob wir hier stehen können. Während alles ruht, kontrolliert mein Mann mal wieder das Differentialeingangslager. Und wenn er schon so lange daran verweilt, macht mich das jetzt immer schon gleich nervös. Du sollst keinen Mittagsschlaf halten da unten. Ich kontrolliere nur mal kurz das Differentialeingangslager, weil mir das manchmal etwas Sorgen macht, ob das Spiel hat oder nicht. Der Simmering scheint ganz leicht undicht zu sein, weil hier in den inneren Flansch stand ein bisschen Öl, als ich eben die Kardanwelle abgeschraubt habe. Aber das soll mich jetzt erstmal nicht weiter beeindrucken. Na dann. Where is he going? Bye bye, René! Yeah. Yeah, good one. Honda. Ah. Yeah. Wonderful. So, wonderful. Bike. So. Die Jungs haben jetzt einfach mal angehalten. Der René konnte mal ein bisschen eine Runde Moped fahren. This is so crazy. Und ihr habt euch einfach nur gefreut, dass sie mal da sein konnten und mal schwätzen konnten. Und die Philosophie hier in Simbabwe ist, wenn es den anderen gut geht, geht es mir auch gut. Deswegen sind die alle so nett hier. Ja, man ist nur existent, weil die anderen existent sind. Super. Also Wahnsinn. Die Leute sind einfach Wahnsinn. So Hammer. Auf dem Grund von der Dame mit dem rosafarbenen Kleid stehen wir. Und die andere Dame kommt jetzt auch mit ihrem Schubkarren, weil hier auf dem Grundstück gibt es fließend Wasser und das holt sie sich jetzt. So, die Perlhühner sind die Freunde von unserer Freundin. Die laufen ihr nach wie ein Hund. Ich habe ja Angst, sie weggekriegt, weil sie aus dem Zaun sind. Aber sie folgen ihr überall hin. I just want to see to show you it's many types. It's not that type only. There is another type here. Ah, here are the normal chickens. Yes. Whoa, look. Aha. So it's many types. The other one is darker green, light green, different color. Jetzt gehen wir wieder rein und die Freunde folgen. Verschwisch. Macht mir ja immer Angst, wenn der mit so einem Gesichtsausdruck um die Ecke kommt. So, es lächelt doch, oder? Ja, es lächelt immer, wenn es große Probleme hat. Na, ich habe kein großes Problem. Ich brauche da unten eine neue Schraube. Für das Differentialeingangslager, das, was sie zuletzt im Windhoek gemacht haben, als sie das nachgestellt haben, das war von der Idee her ganz gut, nur muss die Schraube danach auch entsprechend blockiert werden. Da gibt es eine Kerbe in der Welle und dann muss das danach reingeschlagen werden. Und wenn das nicht ist, kann sich die wieder zurückbewegen. Und die haben quasi haben das so ein bisschen vorgespannt, aber die Originalkerbe gelassen und so blieb da ein bisschen Luft da drinnen. Es ist ja schön, wie er mir das erklärt und ich verstehe einfach null. Aber wichtig ist ja, dass man seine Lasten los wird. Und das tust du ja jetzt im doppelten Sinn. Du hast mich ja gerade gefragt. Du erzählst es mir und du erzählst es der Kamera. Das ist doch schon immer mal ganz gut. Das Einzige, was mich immer ärgert, die Gesamterkenntnis ist jedes Mal, wenn es in die Werkstatt von anderen machen. Das ist kompletter Mist. Egal wie professionell. Ja. Ich habe halt einen Perfektionist. Nee, es hat damit gar nichts zu tun. Es ist einfach nur, wenn man es nicht richtig macht, gibt es danach ein Problem. Ja. Und das ärgert mich, wenn es dann in der Werkstatt was machen lässt und die machen es dann nicht richtig und danach passiert halt die Sch.
Ah, die man gar nicht will. Wir sind auf jeden Fall heute zum Gottesdienst eingeladen worden. Um 19 Uhr ist hier nämlich großes Get-Together in der Kirche. Große Party? Ja, geil. Und da können wir nämlich hingehen. Und sie, das war eben Mrs. Esther, no, Miss, wie hat sie gesagt? Sister Esther, die gerade vorbeigekommen ist, die Wasser geholt hat, der ich geholfen habe, eben ihren Schubkarren über eine Schwelle zu tragen. Da hat sie schon gelacht, ich soll es nicht machen, weil es wäre zu schwer. Dann sage ich, jetzt stell dich nicht so an, bring, gib mir das Ding her. Dann hat sie noch einen Kanister abgehoben, runtergemacht und ich habe mir bald einen Hexenschuss geholt. Das ist ja so schwer. Die sind echt Wahnsinn, die Frauen hier. Nee, die sind trainiert. Oh, also Maschinen. Aber richtige Maschinen. Valerie hat gerade gesagt, das ist ja immer, wenn man sich umdreht, gibt es irgendwie eine neue Situation. Erst haben wir hier geparkt. Heute Morgen haben wir mit denen am See gestanden. Jetzt haben wir geparkt, jetzt haben wir Kontakt gehabt hier zu der Dame, die uns das Gemüse gegeben hat. Und dann haben wir uns ganz viel erfahren, sind zur Kirche eingeladen worden. Jetzt sind wir zum Auto zurückgekommen. Da kommt jemand mit einer frisch geborenen Ziege hier einfach vorbei. Der war aber etwas irritiert, als wir auf ihn zugestürzt sind. Natürlich war der irritiert, weil der ist es nicht gewohnt, dass man einer kleinen Babyziege so viel Aufmerksamkeit zollt. Also, das Leben als Reisender ist aufregend. Und wunderschön. Langweilig wird es auf jeden Fall nie. Wir sind von dieser Landschaft so begeistert und besonders der Blick von oben fasziniert uns immer wieder. Aber auch die Bevölkerung nimmt uns einfach in ihren Bann. Nach einem ersten vorsichtigen Herantasten gegenseitig kamen immer mehr der Dorfbewohner neugierig und offen auf uns zu und fragten uns über unser Leben aus, wie auch wir Einblicke in deren Alltag erhielten. Und genau das sind die Momente, die zählen. Trotz aller Unterschiede begegnen wir uns auf Augenhöhe und mit echtem Interesse und werden abends tatsächlich noch von Emily und Sister Esther zum Gottesdienst abgeholt. Und wieder ist eine Dankbarkeit zu spüren, dass wir uns wirklich für deren Leben interessieren. Daher nehmen wir auch euch noch kurz mit zum Ostergottesdienst mit Sister Esther und ihrer Gemeinde. Schönen guten Morgen, heute ist Ostersamstag und wir werden hier morgens direkt wieder begrüßt. Die Jungs, die gehen jetzt als nächstes in die Kirche, die fängt um 8 Uhr an. Und so geht das hier eigentlich die ganze Zeit. Hier kommt laufend irgendjemand vorbei, besucht uns, sagt Hallo, Morning. Also wir wurden schon als die neuen Nachbarn begrüßt, das ist hier sowas von herrlich. I'll give to John. John? John, it's a new name. Yeah. This is my son. Yes. My this is your son. Yeah. Yeah. I saw your son. And this one is my boyfriend's. Okay, a bit young, huh? A bit small for you. One day you remember you guys. And for sure we will remember you. Really? Sure. Yeah, yeah, really, sure. Really. Come on, Yvonne. Yeah, come and join us for only one thing. She's, she's always preparing, doing some kind of shitty stuff. I just want to change it. Oh. Okay. For sure, go inside. Everything's fine. Hop up. You can come in. So this is my car. Yeah, you have to clean your feet here. This is my bathroom. Here's the toilet. So amazing! Yeah. So you're standing there, you see my house. Yeah. Also. So you can bath here. Yeah, that's the bathroom. So here. It's a full bathroom. Okay, you press. You can
also take a shower. Und nach der Hausbesichtigung, die extrem lustig war, gab es eine ausführliche Fotosession. Erst mit Emily und ihren Kindern und dann mit deren Nachbarin und ihren Töchtern. Very beautiful daughters. Wow, ladies. Yeah. Nice hairstyle. Better than my one here. Yeah. And all together. So yes, they can make come. A picture. Na, da hat er aber was falsch verstanden. Ich habe was von René Can Make the Picture gesagt. Ich schicke ihn dann nochmal in einen Sprachkurs bei Gelegenheit. Doch für uns heißt es dann leider, weiter geht's. Das müssen wir jetzt nochmal kurz festhalten. Wir sind jetzt abgefahren von unserem Nachtplatz, der ja so unfassbar war. Nicht, weil er so schön war, wo wir gestanden haben, das auch. Aber die Menschen um uns herum haben uns zutiefst beeindruckt. Diese Freundlichkeit, diese Offenheit, diese Gesprächsbereitschaft, diese Freude zu teilen, ohne zu nehmen. Und das ist einfach nicht in Worte zu fassen. Wir versuchen das immer wieder zu beschreiben, aber das kann man eigentlich gar nicht. Aber die erwarten einfach gar nichts von einem. Die sind ganz freundlich, die sind fröhlich, die lachen von einem Ohr bis zum nächsten. Und so liebevoll. Und wir wissen gar nicht, ob wir das bisher irgendwo auf der Welt so erlebt haben. Und das ist ja jetzt nicht nur an unserem heutigen Nachtplatz so gewesen. Da war es jetzt irgendwie gefühlt nochmal außerordentlich. Aber das ist ja bisher im ganzen Land so. Und das ist also, ja, nicht, ich kann es einfach nur noch mal sagen, es ist einfach außergewöhnlich. Die Leute kommen zu einem, sind neugierig. Ich habe ja vorhin Emily noch mal mit in unser Auto eingeladen und dann kam sie mit ihrer ganzen Familie rein und mit den Kindern von Freunden und die waren einfach nur begeistert, aber die wollen dann einfach auch nichts. Sie gucken sich das begeistert an, die finden das toll, die sind ganz neugierig, aber dann gehen die auch wieder. Und ja, das ist alles hier ein ganz, ganz außergewöhnliches Land. Die Leute sind bettelarm teilweise, aber sowas von reich an positiven Gefühlen und Vibes, und da sind die ganz weit mit vorne. Das ist exorbitant außergewöhnlich. Und jetzt geht's wieder über die Birchender Bridge. Wir kommen nach fast zwei Wochen wieder nach Mutare rein und hier pulsiert wieder das Leben. Ich will auch hoffen, dass in der Werkstatt auch das Leben pulsiert, genau. Beziehungsweise in der Ersatzteilbude, damit ich meine Schraube bekomme. In Mutare wieder angekommen, wollen wir jetzt hier wieder zu Kevin auf den Golfplatz gehen, um uns dort hinzustellen. Aber jetzt ist hier gerade eine herrliche Hochzeit im Gange. Da, wo wir eigentlich stehen. Oh, wow! Ich kann nicht so viel tanzen, weil dann wackelt das die Kamera so. Hier wird wieder der Weg freigeschlagen. Da ist er drin. Sagen frohe Ostern. Heute ist Ostersonntag 2022. Jetzt stehen wir hier auf diesem wunderbaren Platz neben dem Golfplatz, wo wir letztes Mal waren. Aber der war ja besetzt. Da war ja gestern die Hochzeit. Da gehen wir jetzt heute. Aber jetzt ist aufgeräumt worden. Die Jungs haben uns Bescheid gegeben, dass wir da jetzt hingehen können. Und jetzt ziehen wir um. Hätten wir mal einen Tag ohne Motorbrummen gehabt, nix da. Müssen wir doch wieder brummen. Running Man rennt mir hier durch die Straßen von Mutare. Und immer wenn ich wieder durch die Seitenstraßen renne, sind überall kleine Kirchen, wo gesungen wird und Gottesdienst abgehalten wird. Das ist so schön, dass mich hier keiner überfährt, wenn ich die Kreuzung passiere.
Aber ja, so sieht das hier aus, wenn der Running Man sein Osterl aufmacht. So, hier den kleinen Lauf am Busbahnhof entlang. Jetzt zeige ich euch mal meine Lieblingsbusse. Da sind sie hier hinter mir. Die sind so schön. Na, fein, fein. Die Busse hier finde ich ja extrem schick. Haben schon ein bisschen gelitten und vermutlich schon ein paar Tage auf dem Buckel. Aber schön hochhackige Geräte. Die setzen noch nicht so schnell auf. Ordentliches Differential. Der Rahmen überall immer ein bisschen schief und die meisten, die am entgegenkommen, die fahren immer so leicht diagonal. Ich weiß ja nicht, mit wem der die ganze Zeit schimpft, aber ich hoffe nicht mit mir. Jetzt habe ich mich lang genug beschimpfen lassen. Ich glaube, ich gehe jetzt. Vielleicht hat er auch gar nicht geschimpft, sondern redet nur laut. Ich glaube, es war eher so rum. Aber das ist schon total geil hier. Also wenn du hier, den, wie gesagt, so einen schönen Osterrun durch die Gassen machst, du erlebst hier überall was Tolles. Tag der großen Osterwäsche. Ich nehme euch mal hier mit durchs Wäschelabyrinth. Und dann können wir mal gucken, wie das hier abläuft. Weil Valerie und Etienne, die sind nämlich stolze Besitzer, eine Waschmaschine im Auto. Heute ist Osterwaschen. Es ist ein Traum. Und jetzt machst du mir gefälligst mal ein anständiges Osterfrühstück. Wir wollen euch nur frohe Ostern wünschen. Frohe Ostern aus Simbabwe. Mein Ostermorgenlauf habe ich schon gemacht. Da kriegt ihr auch ein paar Bilder davon, denke ich. Und jetzt gibt es hier lecker Osterfrühstück mit Avocado, Tomate, Ei. Wo andere quasi einen schönen, gemütlichen Tag machen, machen wir einen geschäftigen. Weil wenn wir einen Tag mal stehen, ist ja immer einiges zu tun. Und ich habe ja den extremen Luxus, dass ich von unseren lieben Nachbarn die Waschmaschine benutzen durfte. Und ihr seht ja, was da hinten gerade abgeht. Da ist alles voll mit frisch gewaschener, in Waschmaschine, heiß gewaschener Wäsche. Das ist ein Traum. Das ist mein perfektes Ostergeschenk. Und da ist sie drin. Das ist ja wirklich etwas, wo ich jetzt bei Langzeitreisen sehr neidisch drum bin. Das ist eine richtig gut funktionierende, die dauert auch ihre Zeit. Die kleine, die wir ja schon mal ausprobiert hatten bei den Holländern, die nur 1,5 Kilo hat, die war ja auch nur eine halbe Stunde, aber die braucht über eine Stunde. Und die hat richtig, unsere Wäsche riecht. Und sie fühlt sich anders an und ach, es ist einfach ein kleines Träumchen. René ist ein bisschen neidisch um diese Klappe. Ja, ich hätte auch gern so eine Veranda irgendwie im Auto, das finde ich schon ein bisschen toll. Ja. Aber hier so, man, das kann man halt hier zuck, kann man hier ganz aufklappen, da hat man so einen Open Living Room, das ist irgendwie schon ganz gut, finde ich. Und sowas will ich, glaube ich, auch noch mal bei unseren Laila, so eine kleine Außenklapp-Dingsdangs. Veranda. Eine Veranda vor der Tür, weil das ist echt sexy. Haben wir neulich schon mal, aber die Holländer hatten das ja auch. Die hatten auch so eine kleine Veranda davor. Und sich einfach so Höhe Auto draußen hinzusetzen, mit dem Rücken ans Auto gelehnt, das ist schon geil. Die muss nicht groß sein. Also nee, die muss ja nicht tief sein. So ist, dass ich mich jetzt hier irgendwie anlehnen kann, wenn die jetzt hier 20, 40, 60, er misst schon wieder. Er kann nicht einfach. 80 Zentimeter hätte, wäre das schon völlig ausreichend. Er kann einfach nicht sich hinsetzen und sagen, Hintern breit oder sowas. Na gut. Ansonsten hatten wir gestern ein bisschen ein unangenehmes... Stopp. Hintern breit ist auch relativ. Relativ, das ist nämlich keine definierte Einheit. Was ist Hintern breit? Und er muss, 40, er muss definiert 60, sein. 80. Er muss definiert sein. Er muss genau wissen, was ist.
Wir hatten gestern Abend, da standen wir ja da hinten, aber es ist unerheblich, wo wir standen, eine kleine unangenehme ein Erlebnis, nenne ich das jetzt mal. Es hat jemand versucht, ins Auto reinzusteigen. Wir saßen drin, die Fenster waren offen, es war auch eindeutig zu sehen, dass wir drin waren. Es war auch eindeutig zu sehen, dass jemand drin ist von draußen. Und unser Griff ging eindeutig zu sehen nach unten. Es hat jemand versucht, reinzukommen. Und wir haben Freunde, die sind exakt leider hier an diesem Platz vor ungefähr einem halben Jahr überfallen worden. Da ist sie ins Auto gegangen, hat nicht richtig abgeschlossen die Tür. Und einer kam die Treppe hoch, auch in einem LKW. Also nicht so einfach wie bei uns, einfach zwei Treppen hoch. Nein, in einem LKW richtig irgendwie acht Stufen hoch, Tür aufmachen. Und er hat sie bedroht und er hat sie auch beklaut. Und hat mit der Machete... hat sie bedroht und hat ihr Computer geklaut, Bilder geklaut und Geld geklaut. Und das war schon auch ein nicht so erfreuliches Erlebnis. Seitdem bestehe ich auch darauf, dass wir zum Beispiel, wenn wir drin sitzen, früher haben wir immer die Tür offen gelassen. Und also das war nie ein Thema. Aber hier möchte ich schon, dass wir die Tür zu haben und auch abschließen. Weil man ist einfach konzentriert drin, macht sein Zeug und vergisst einfach immer die Welt um sich herum. Und deswegen hat sich gestern ganz eindeutig gezeigt, abschließen ist die richtige Variante. Passt doch eine Menge Öl in so einen HZ-Motor rein. Ich mache hier gerade meinen kleinen Ölwechsel. Gelegenheit ist günstig, konnte ich hier Öl kaufen. Und jetzt muss ich mir nur noch was basteln, um den Ölfilter rauszudrehen, weil ich habe da kein Gerät für und mit der Hand kriege ich ihn nicht raus. Interessant war, dass wir in dem Geschäft, wo René das Öl gekauft hatte, aus Sicherheitsgründen nicht filmen durfte und ich die Kamera sofort ausmachen musste. Wie ihr seht, flutscht der Ölwechsel dank Etienne's Wanne sauber und schnell. Die Ölablassschraube dichtet alles wieder gut ab und jetzt kann sich René überlegen, was er denn mit dem ganzen Altöl anstellen will. Ich wechsle das Öl ja relativ häufig, so alle 5000 Kilometer. Jetzt sind es knapp 6000. Aber das schadet so einem Motor nicht. Lieber mal zu häufig gewechselt als zu wenig. So ein Motor braucht generell nicht viel, aber Öl, Luft und Diesel. So, beim neuen Ölfilter immer mal schnell die Dichtung da oben mit ein bisschen Öl bestreichen, damit die schön flutscht. Da können wir das alte Öl für nehmen. Das ist für die Zwecke ausreichend. Ich muss mal gucken, wenn ich arbeite und gleichzeitig filme, dass ich auch dahin filme, wo ich arbeite. Das fällt mir gar nicht so leicht. So, wo ist mein Lappen? Filter ging aber leicht raus. Ich musste mir gar kein Gerät basteln, sondern konnte ihn mit der Hand sogar rausdrehen. Das fand ich jetzt ganz angenehm. Ich habe mir auch mal meine kleine Ölassistentin geholt. Vor allen Dingen saut er die Kamera ein. Ja, die Kamerafrau filmt ja nicht. Ich muss mich ja um alles selber kümmern. So, hier gute 15W40 Delo 400 ABI CJ4SM Premium Super Spezial Öl. Ach so, streichen wir raus. Ist halt ein Öl, das mir hier empfohlen wurde. Haben wir schon ein paar gesagt, dass man das hier für den Toyota ganz gut benutzen soll. Nee, ist eine reine Information. Hat nichts mit Werbung zu tun. Krieg kein Geld dafür und gar nichts. Ich muss sogar bezahlen, das Zeug. Da ich ja ein bisschen mit meinem Hinterachsdifferential rummache, weil das immer mal so ein bisschen im Eingangslager leicht lose ist, weil die Schraube, die die Lager zusammenhält im Flansch vorne, die ein bisschen locker gewesen ist, wo ich jetzt eine neue Schraube versuche, habe ich jetzt nochmal das Differentialöl abgelassen, um mal zu kontrollieren, ob da irgendein Verschleiß stattgefunden hat. Aber das ist picobello, das Öl. Jetzt sieht es hier schwarz aus, weil dann so eine Schraube ist, aber das Öl selber, das ist noch komplett klar und auch hier sind keine Späne, hier ist gar nichts, das ist tipptopp, also ich bin begeistert, das ist richtig, richtig gut, also Ölwechsel wäre nicht nötig gewesen, aber gemacht ist gemacht. Und mit dieser Leidenschaft für Tutorials meines Mannes kann ich euch nur animieren. Wenn es euch gefällt, dann haut jetzt auf den Abo-Button und aktiviert die Glocke, damit ihr immer eine Nachricht bekommt, wenn es Neues gibt. Lasst uns einen Daumen hoch da und schreibt fleißig Kommentare, denn dies hilft unserem Kanal zu wachsen und euch verhilft es zu weiteren Filmen, denn es spornt uns an.
Und ich beobachte einfach in der Zeit die witzigen, aber doch sehr diebischen kleinen grünen Meerkatzen um uns herum. Es ist ja wirklich unser Abreisetag jetzt mal erreicht worden. Wir haben jetzt nochmal Öl gekauft und haben uns auch tatsächlich vorerst mal, wer weiß, was passiert, von Valerie und Etienne verabschiedet. Jetzt, ich glaube, 10 Tage sind wir schon zusammen, oder? Schon so lang? Ja, es wird schon eine ganz geraume Zeit. Heute ist Dienstag, ich glaube, wir haben uns letzte Woche Sonntag getroffen. Und wir haben uns noch nicht gestritten. Wir sind uns noch nicht auf die Nerven gegangen. Ich kann auch hier hoch. Sehr nette Gesellschaft, muss man sagen. Aber wahrscheinlich sehen wir uns eh heute Abend oder morgen irgendwie noch mal in den Bergen. Aber wir wollen unabhängig sein. So, was hat die Dame hier vor? Also, wir verlängern jetzt unser Visum. Das hat keiner verstanden. Wir verlängern jetzt das Visum. Zip, zap, verlängert. Bis 11. April darf ich bleiben jetzt. Das ist jetzt heute. Ich hoffe, dass da der... Bis 10.05. darf ich bleiben. Also Visumsverlängerung in Simbabwe geht sehr einfach. Bei Einreise haben wir ein 30-Tage-Visum bekommen. Und jetzt waren wir hier in Mutare bei der Migration. Und dort wurde das jetzt einfach nochmal um 30 Tage verlängert. Man kriegt es aber von dem Tag, wo man hingeht, also Stichtag heute, von da an kriegt man die 30 Tage verlängert. Man kriegt nicht die 30 Tage und top auf die anderen 30 Tage. Ach, danke schön. Hier sind wir jetzt an einem Local Werkstatt, an einer Local Werkstatt und René fragt, ob die jetzt das Öl gut. I have used oil. It runs only 5000 Ks, 10 Liter. Engine oil, it's 15W40 Delo 400. Oh, it's used. Yeah, it's used. Yeah. But you can get it for free. It's okay. Thank you so much. Thank you so much. Maybe sometimes again. Yeah. If I can have your number, say so that I can say, hi, how are you? And you travel. No number. Kurz ein übliches Szenario. In der Stadt und im Supermarkt. Hier geht schlagartig einfach mal das ganze Licht aus, weil der Strom wieder weg ist. Wahrscheinlich ist jetzt der Generator ausgefallen oder jetzt schaltet sich der Generator gerade ein. Zentrale Stromversorgung wird ausgegangen sein, Generator braucht dann ein paar Sekunden. Ah, that's good. We're enjoying. That's good. How are you? Oh, you're attacking me, heute. Okay. Hallo. Diese übersprudelnde Freude erleben wir immer wieder. Und was wir auch erleben, ist ein absoluter Wetterumschwung. Nachdem unser erster Versuch jetzt nach Hauna gescheitert ist, wir sind in einer Sackgasse gelandet oder sind zu europäisch zumindest, um ein Verbotsschild zu missachten. Da stand Private Property und dass man, wenn man das befährt, Strafe bezahlen muss. Versuchen wir uns jetzt an einer anderen Straße. Und so wie es aussieht aus der Entfernung, geht das über einen Damm. Das ist jetzt wieder spannend. So, rechts von uns ist das Wasser. Oh, vielleicht haben wir auch Glück und wir müssen nicht direkt über den Damm fahren, weil der ist nämlich da. Wir fahren über den Damm. Ich hatte ja eben die Hoffnung, dass es nicht so ist, aber es sieht stabil aus. Ich weiß, ich hatte euch heute schon wieder Lehmpisten versprochen. Das muss leider auf die nächste Woche warten, denn diese Woche standen die Menschen im Vordergrund. Wir hoffen, es hat euch trotzdem gefallen und ihr seid nächste Woche wieder dabei, wenn es wirklich sofort nach diesem Damm in die rote Nougat-Pampe der durchweichten Laterit-Pisten von Simbabwe geht und René wieder seine Schrauberkünste unter Beweis stellen muss und mehr Sorge um einen Local-LKW-Fahrer hat als dieser selbst. Wir wünschen euch eine schöne Woche, bleibt gesund und bis dann. Ciao, ciao.